Sehr geehrter Herr Landeskirchenrat, beide als Vertreter der Evangelischen Kirche, sehr geehrter Herr Superintendent Kratzenstein, sowie für die Kirchengemeinde Gütersloh Pastor Stegen, der Verbindungsmann für die syrisch-orthodoxen Christen in Ostwestfalen ist. Als Vertreter der katholischen Kirche Bistum Paderborn, Pfarrer Wilper, Christkönig, Gemeinde Gütersloh, sowie alle Vertreter des öffentlichen Lebens. Sie haben die lange feierliche Liturgie nach dem alten Ritus der syrisch-orthodoxen Kirche miterlebt und ausgehalten. Und jetzt sind Sie hoffentlich durch das Mittagessen gestärkt, sodass wir mit dem Nachmittagsprogramm weitermachen können. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, erst einmal möchte ich Ihnen allen auch im Namen unserer Gemeinde dafür danken, dass Sie hierher gekommen sind, um mit uns die feierliche Einweihung der St. Stephanuskirche zu begehen. Bevor ich zum eigentlichen Thema meines Vortrages, dem Bau der Kirche, komme, möchte ich Ihnen einige Stationen in der Entstehung der hiesigen syrisch-orthodoxen Gemeinde nennen. Es war vor 4 Jahren, nach einem stetigen Zuwachs unserer Landsleute im Raum Gütersloh, als damals etwa 100 syrisch-orthodoxe Familien eine Gemeinde gründeten, in der ich als Diakon tätig war. Diese Gemeinde äußerte beim Erzbischof Julius Jeschek, der hier unter uns weilt, den Wunsch, mich zu ihrem Pfarrer zu weihen. Er gab seine Zustimmung mit der Gemeinde und somit wurde ich im Oktober 86 vom Oberhaupt der syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien, dem Patriarchen Ignatius Zakai, dem ersten neben Mitbruder Pfarrer Göck, zum zweiten Seelsorger für die syrisch-orthodoxen Christen im Kreis Gütersloh geweiht. Nachdem wir dann über ein Jahr lang sonntags abwechselnd und zu unterschiedlichen, meist ungünstigen Zeiten in 3 verschiedenen evangelischen Kirchen die Heilige Messe feierten, konnten wir im November 87 in den von uns renovierten Gemeindesaal nebenan, in dem wir heute gemeinsam zu Mittag gegessen haben, einziehen. Bei der Einweihung dieses Gemeindesaals am 6. Februar 88 gab wiederum der heute unter uns weilende Erzbischof ihm den Namen St. Stephanus Saal. So wie dieser erste christliche Diakon und Märtyrer, Herr Professor Dr. Kramer, der unter uns ist, wird uns ausführlich über das Leben dieses Urchristen schildern, haben wir auch die aramäische Christen wegen unseres Glaubens bis auf den heutigen Tag in der Heimat viel Leid erfahren. Liebe Schwester, liebe Brüder, ich möchte nunmehr auf den Bau der Kirche zu sprechen kommen. Wie bereits in der Urkunde, vorgelesen wird, haben wir 87 dieses gesamte umliegende Grundstück und dessen Bauten, die zum Teil über 3 Jahre lang leer gestanden hatten, für 600.000 D-Mark von der Sparkasse Gütersloh erworben. Wir haben bis heute zahlreiche erforderliche Renovierungen auf diesem Grundstück, teilweise durch Eigenleistung vorgenommen. Darunter fällt auch die kostspielige Renovierung des Eckhauses, der frühe Blumenladen war, die viele von Ihnen kannten, die wir nach gemeinsamer Absprache mit unserem Architektenbüro Flöttmann und Richter und dem Wunsch des Beamten der Stadt Gütersloh entsprechend durchgeführt haben, da das Eckhaus dem Stadtbild Gütersloh erhalten bleiben sollte. Im Herbst letzten Jahren bekamen wir die Baugenehmigung für den Bau der Kirche erteilt und begannen sofort mit den Abbrucharbeiten der Glasgroßhandlung Eugen Frederich, die mittlerweile als Lagerstätte für Boote genutzt wurde, und das ist dieses Platz. Trotz der
ungünstigen Witterung wurden die Bauarbeiten ununterbrochen und sogar mit Begeisterung von freiwilligen Helfern aus der Gemeinde durchgeführt. Dazu gehörte auch die Bereitschaft, viele Hausfrauen mittags warme Mahlzeiten für die Arbeiter bereitzustellen. جماعه دبرو دكتورينا مو ميكروفون نفقينا على الاول mir wurde von Kirchenvorstand die Aufsicht über das Gesamtprojekt erteilt. Natürlich hatte ich damit neben meiner seelsorgerlichen Betreuung eine große Verantwortung zu tragen. Bei auftretenden Schwierigkeiten aber konnte ich jederzeit bei unserem Architektenbüro anklopfen und Herrn Flöttmann, Herrn Richter und Herrn Gerlach, der mir vor allem in den letzten Monaten zur Seite stand, um Rat fragen. An dieser Stelle möchte ich auch die Hilfsbereitschaft von Frau Ogrowski nicht vergessen. Nun, liebe Gäste, möchte ich auf den baulichen Ablauf dieses Gotteshauses nicht weiter eingehen, da die Zeit drängt. Ich werde Ihnen aber vielmehr die Symbole und Darstellungen einzeln kurz erläutern. Vorweg möchte ich Ihnen sagen, dass diese Kirche in ihrer Gesamtheit zwei Kulturen vereinigt. Zum einen unsere uralte syrisch-orthodoxe Kirchenarchitektur, zum anderen aber auch moderne europäische Elemente. Die drei Bögen, die Sie an der Giebelseite sowie hier im Altarbereich sehen, symbolisieren die Dreifaltigkeit. Sie sind in fast jeder Kirche im Tor Abdin unserer Heimat anzutreffen, sofern sie nicht schon zu einer Ruine verfallen sind. Ich möchte gerne jetzt der Vorhang, mittleren Vorhang erstmal wieder zumachen, damit wir darüber etwas kurz sprechen können. Ahunone, Nische, Gabre, Mokka, Shafiro, Kowe, Ina, Katha, Bayome, Taucha, Masaf, Kito, Yomone, Durachdo, Kito, Yomone, Dukarabalach, بس ايوم يتوخى لجنة غلبة مهمة كيتو نوشي غلبة اتكو حزن وظيفة ربط بين مثلا موخى نقوث بين اذن كعوية كمينة اشنو قربة غلوسة متو اكلي ونعيمة خو لجنة عينة مكمينة وتشمينة حزح ذوذي كم قدمينة خو غلبة تاوديوة قد مصيفتو لاشتغاليات بالخاصي نقدينك مشتو مشغولي Die Malerei auf dem mittleren, großen Vorhang beinhaltet entsprechend dem Ritus der urchristlichen Kirchen im Tor Abdin folgende Darstellung. In der Mitte sehen Sie die Geburt, die Kreuzigung in der Mitte und die Himmelfahrt Christi oben. Außen rundherum sehen Sie Abbildung der 12 Aposteln sowie die 4 Evangelisten an der Ecke. Diesen Entwurf habe ich auf meiner Suche in dem Buch mit dem Titel Christliche Kultbauten im Tor Abdin gefunden. Der Autor, Professor Gernot Wissner, hat in diesem Bildband Fotos, die er bei einer früheren Reise durch dieses Gebiet aufgenommen hatte, veröffentlicht. Diese Darstellung, sowie die zwei Engel da oben, wurden von Herrn Dolberg aus Aalen gemalt. Herr Dolberg ist auch schon von anderen syrisch-orthodoxen Kirchen mit anderen Darstellungen beauftragt worden. Die Engel, die da oben sehen. Nun wollen wir unseren Vorhang, mittleren Vorhang öffnen und vielleicht über ein Stück, der uns auch im Herzen immer gelegen ist,
die wir aus dem Turabdin, aus der Heimat der syrisch-orthodoxen bzw. Aramäer, mitgebracht haben. Das hat uns natürlich viel gekostet, viel Zeit, aber den wollten wir mal gemeinsam heute zusammen sehen. Das Herz unserer St. Stephanuskirche aber bildet der Altar, den Sie jetzt sehen. Auf Wunsch, ich glaube, ich stehe nicht an der Seite, dass man besser sehen kann. Auf Wunsch der Gemeinde sind für seinen Bau Sandsteine aus dem 4000 Kilometer entfernten Tor Abdin per Pkw angeliefert worden. Diese Steine sind 370 an der Zahl, was man da sieht, hat die Gemeinde in Handarbeit einzeln unter Anleitung von Herrn Sami Altunkaynak, der in Augsburg als Steinmetz tätig ist, der unter uns jetzt auch weilt, verarbeitet. Herr Altunkaynak, der ist um die 48 Jahre alt, als sie ihm 58 Jahre alt, als ich also diesem Alltag entsprechend was machen wollte, habe ich ihn angerufen in Augsburg und er sagte mir, ich bin alt genug, also ich bin fast Rentner, wenn es um Geld ginge, dann komme ich nicht, aber weil das gerade ein Altar ist, dann werde ich mich Zeit nehmen und komme ich nach meiner Kraft, werde ich das tun, was ich machen kann. Und er hat also zum unserem Glück allen, der ist gekommen und wir haben sicherlich auch die Gemeinde mitgeholfen. In 7 Wochen war der Altar fertig. Also die Steine waren wirklich schrecklich auszusehen von außen. Wir haben aber die Möglichkeit gehabt, mit dem Bandsäge oder ja Bandsäge zu sägen und dann hat er dann die Erleichterung bekommen und er konnte dann sofort anfangen mit seiner wertvollen Kunst und er hat dann die Steine bearbeitet. Natürlich, der ist auch geholfen worden von Gemeindemitgliedern, aber in 7 Wochen war der Altar dann soweit fertig. Und ich glaube, der freut sich auch sehr darüber, nachdem er nach Augsburg gefahren ist. Wir haben noch einiges, also die Restarbeiten noch gemacht und etwas die feinen Arbeiten noch vollendet. Er meint, ich muss bis Augsburg noch zurückfahren, weil ich morgen arbeiten muss. Deshalb, ich möchte mich verabschieden und wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass das in Ihrem Sinne war, was hier gemacht worden ist. Vielen Dank. Das Bauwerk, das Sie jetzt sehen, hat ein Gewicht von 17 Tonnen. Vielleicht ist die Architekten können das schätzen, aber eine andere von uns würde das nie schätzen können. 17 Tonnen wiegt diesen Altar und ich glaube, die Fundament, Herr Gerlach, Herr Flöttmann und Richter, die wir da vorgesehen hatten, ist entsprechend für diesen Altar da. Weiterhin sehen Sie hier das Taufbecken an der rechten Seite, Die Messingshaube ist in 12 Segmente aufgeteilt und symbolisiert die 12 Apostel. Wie da zu sehen ist, die 3 Marmorfüße für die Dreifaltigkeit stehen unten. Da sollen 2 Gemeindemitglieder mal hochheben, damit Sie das sehen. Eine Firma aus Sennenhorst, Wallmeier, hat uns das fertiggestellt und die haben uns sogar heute einen Spendenbeitrag auch überreicht. Die Bleiverglasung in der Giebelseite am Anfang
Dies ist eines der von mir anfangs angesprochenen modernen Elemente, die nicht unserer eigenen Kirchenkultur entspringen, beinhaltet im milderen großen Bogen die Steinigung unseres Kirchenpatrons St. Stephanus. Die Glocke unserer Kirche wurde in Gescha bei Cosfeld gegossen und ist ebenfalls mit dem Namen des ersten christlichen Märtyrers in Aramäisch und Deutsch beschriftet. Schwierig für den Glockengießer war es einzusehen, dass die aramäische Schrift von rechts nach links dargestellt wird. Die Tonlage habe ich bekommen, aber ich bin nicht sicher, ob ich in meiner... Ja, das kann ich jetzt gerade sehen, das ist mir erst später nachgereicht worden. Also für uns ist fast nicht zu verstehen, aber ich glaube, die Einheimischen konnten davon verstehen. Also die Tonlage habe ich gesagt. Bronzeglocke, Schlagton 9,2, was das ist, plus 3. 9 G, ich höre... Achso, von Herrn Flöttmann höre ich gerade. G... 2 plus 3. Ich hatte immer noch Schwierigkeiten mit dem Schrift von Herrn Flöttmann. Trotz dass er ein guter Architekt ist. Ja, liebe Schwestern und Brüder, sicherlich wurden wir die Einweihung und die damit verbundene Freude über diesen für uns historischen Tag heute nicht feiern können, wenn wir nicht durch den finanziellen Beitrag unserer Schwesterkirche unterstützt wären. Unser Dank gilt der Evangelischen Landeskirche von Westfalen mit deren Oberhaupt Präses Dr. Hans-Martin Linnemann für die Unterstützung in Höhe von 155.000 D-Mark sowie dem Kirchenkreis Gütersloh und dem Superintendenten Herrn Dieter Kratzenstein, der unter uns liegt, für die Spende in Höhe von 145.000 D-Mark, von denen aber 120.000 für die Finanzierung unseres Bauprojekts genutzt wurden und die restlichen 25.000 D-Mark auf die anderen bereits fertiggestellten syrisch-orthodoxen Kirchen im Kreis Gütersloh aufgeteilt wurden. Bedanken möchten wir uns auch bei der katholischen Kirche der Diözese Paderborn mit dem Oberhaupt Erzbischof Dr. Hans-Jochen Degenhardt für die finanzielle Unterstützung in Höhe von 100.000 D-Mark. Natürlich danken wir auch allen denjenigen, die heute mit einer persönlichen Spende einen weiteren Beitrag dazu geleistet haben, die großen Schulden, die noch auf uns lasten, zu mildern. In der Erwartung, nicht nur heute, sondern auch zu weiteren späteren Anlässen, etwa bei ökumenischen Gottesdiensten, Gütersloher Bürger unter uns zu finden, schließe ich meinen Vortrag mit einem letzten Satz. Ich möchte alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gütersloh herzlich am 26. Dezember, zweiten Weihnachtstag dieses Jahres zum Tag der offenen Tür dieser St. Stephanus Kirche einladen. Vielen Dank. Eigentlich, liebe Gäste, liebe Gäste, eigentlich meinen Vortrag sollte ich später halten, aber aus bestimmten Gründen sollte ich vorerst sprechen, damit auch einen Überblick darüber gibt, dass die zum Wort kommen, vielleicht in Bezug auf diesen Vortrag vielleicht einige sagen, das weiß ich nicht, aber es ist so gesehen worden, dass ich vorerst nehme. Nun wollen wir die drei Urkunden, deren Platz hier unten sieht, also vorlesen und anschließend einlöten in einem Kupferrohr. Vielleicht kann ich Ihnen zeigen, wo diese Steine unten liegt. Da kommen die drei Urkunden. Der erste Urkunde ist vom Erzbischof über die syrisch-orthodoxe Kirche von Antiochien, über die Menschen, die aus der Heimat
also geflüchtet sind und also neue Existenz in Europa gefunden haben. Und die zweite Urkunde ist von der Gemeinde über den Bau der Kirche und die Entwicklung. Einige Daten. Und dritte ist von den Architektenbüro Flöttmann und Richter. Und jetzt hätte ich unseren Erzbischof zu uns eingeladen, damit er uns seine Urkunde vorliest. Aber ich muss jetzt auch die Urkunde suchen. Ich war so durcheinander heute, das gibt es nicht. Aber vielleicht kann er so lange also am Mikrofon Platz nehmen. Ich muss sehen, ob ich da finde. Seid natürlich. Die Gemeinde wollte gerne nach ein paar Minuten, was wird hier mit der Hatamamunibalmani. Und ich wollte in unserer Sprache unserer Gemeinde erzählen, was bedeutet. Jama'a Dama Ibne, Trotome Done, Trask Tawiyode, Syrioyo Almani, مادت فويش لدورت اوذن هولدو تمشيحو قمي تحتي بالولاية قم الحومو يومو مادي دهوية مادي ببريثو فتحيلا هنا قاعد تدعي بولاياتي من وقت كتو برجر مايستر من كتو قاشو من كتو حاسيو من كتو فاضي نلخو ويجمعات دسن يؤمات لألمانيا وعلمنات لألمانيا هذا ميدي تاريخي قمحتي أتلت كثوي ثاني بلولاي قمحتي لتامو حتى دوي التاريخ وإما يعتادي عميره كنت أقاد أخاشو يكتو تكتيولا يمكن كون حالا قلت حوزيلا أنا قال لكم إذا أنا أسوي كتات وياتي ويهركي ما عجب قويت أو لو ما عجب ألغو أنا أميدي أنا أميدي تغلب حاليلي ومذبحانه بلخص كل تحوزينا ومذبحانه قدث يوئي صنع طور عبد البولينا أميدو نحريني خدا ميدوناني تكتني مغدير نانو مربرة ميدوناني كل دكتو كوميقافن بس إي صنع دي دكتو تحا دائما ضممتيو وتاريخ إي دكتو البول تحا مهميو يمكن إينا قد منطلي أكفي هنيش ممترطمي لاتويني شافيني بسودينا قد مخوزينا لما تبحانا مقاسو لي شفرو لإيتادي يمكن هانا كتنا غلبة راحو قيميقم ترتشني دوثن وحوزنا ابناتي وعودة حزيالي هاو يوهيتم خاملتو إنا قايب دغي إي جماعة دعوت دلو زدمو كالاتبولا هي جماعة تقريبا شادو ديومودو مقاس عودي حتى وقاش كنت يقاشو سي كنت يقنو لو انقص مع الموي عودلي وحتى بودو دوكي فانسي لو صامو بس نقشلي درحة ليالي في ميني هولي يتسيما كيفو شخو امزخ يبلل يبي مامو تشغلي نكسو عمو شغلو كنتم بما الله ما تقواتي شغلو ميدي انا قمزخي قايدي شغلو هوبا ودعيتو هول سيما ما كيفو هنا سيمي وحمش تحودي نكتر ديدو
Gut. Hallo, am Saad, Leuka, Schafakir, und mir bremst der Huich. Sakar, Leib, Helke, die Besson, und mir das Kühl, Alebi, Kodan. Und mir das Kühl, Domann, auch ihr Alebi. تقريبا مش هذا دنا الفجامو وثلاث شتي بدل اسريو قاميتو غاس اربايتر شغله دوزن بيا دوزن مي تركيا المانيا ولا دول اوروبا بدل كي متباطيلو يبقى ولا دن الشيء اسريو بدل دوزن جوشمان وسبب دن الشيء ودن جوشمان تابعي او جبيري طور الايدك ثو اي ظلمية دبو تاريخ دي ايتو سريوتو كولا لغتي او محذوذي وبلا خاص دن شناني احاروي هن رحمي واثن بلبزي ببلا داني دوروبا وما سريواني سيمات القدرسلو وستفالن وبيوم وذي فاتر الخوزة كقدمو يتكتو او فاتر الخدس دي تسريدو دبريدو واسريواني القدرسلو الرحمي وزوني ابناي وبذلك معمري معمري ايتادي هانو ميديك هريو قولشو نسريويو اي وثيقات تفيشو تاريخ دامك ذو ثاني احريني دميشوكو بيلو لاي بذلك بوقت ميديك هريو حوزوت الله تودي تودي سيدنا دي على قيدوخ توديوثو غلبي تودوك برين علي لو باش قنديه يدعيتو ملك تشليك هي سيكوري وتاريخ دي جماعة أيضا كتيو كثيو بيذي بيبون دين ارسن فورزي سندا دي جمعنة ساك شتفانوس سو ميكروفون بيتن دي ليس اونس دي اوربوند وبا دي جمعنة Entstehung der Gemeinde November 1986 Gründung der Gemeinde. September 1987 erwerb das gesamte Kirchengrundstück für 600.000 D-Mark. Februar 1988 Anweihung des renovierten Gemeindesaals durch den Erzbischof Julius Jeschu Cicek auf den Namen St. Stephanus. Bau der Kirche. September 1989 Beginnen des Kirchenbaus mit den Abbruchsarbeiten an der ehemaligen Glaserei Eugen Friedrichs. Dezember 1990 Fertigstellung der neuen Kirche St. Stephanus. Spende für die Kirche. Durch den großzügigen Spende der Gemeindemitglieder, weitere Gläubigen, der vor allem der beiden hiesigen Schwesterkirchen, der evangelischen Kirche und katholischen Kirche, wurde der Bau der St. Stephanuskirche erheblich unterstützt. Architekten Flöttmann, Richter und Geller, Hohenzollerstraße 53, 48, 30 Gütersloh. Anweihung der Kirche St. Stephanus. Am 9.12.1990 durch den Erzbischof unserer Diözesen von Mitteleuropa, Julius Jeschu Cicek. Gemeindepfarrer Sabri Aydin, Kirchenvorstand. Von 1986 bis 1990 Yusuf Dalmisch, erster Vorsitzender, Hanni Das, zweiter Vorsitzender, Malek Celik, Schriftführer, Daoud Kuran, Kassierer, Zofi Jakub Aras, Musa Gök, Şemun Büyükdağ, Besim Celik, İskender Aslan, Aziz Aksoy,
Yusuf Ogur und Khalaf Deyar. Am 18. November 1990 bildet uns eine neue Kirchenvorstand. Melek Çelik, erster Vorsitzender, Ibrahim Gulunay, zweiter Vorsitzender, Lahdo Acar, Schriftführer, İsa Aksoy, Kassierer, Zovi Şamun Büyükdag, Yusuf Ogur, Davut Kur'an, Khalaf Deyar, Gavriye Turaç, Aziz Yılmaz und Aziz Büyüksal. Aramäische Volksverein Gütersloh e.V. 1987. Şahin Çelik, erster Vorsitzender, Orcan Das, zweiter Vorsitzender, Şamun Aydın, Schriftführer, Edip Das, Kassierer, Zofi Yılmaz Demircan, Yılmaz Gün, Yakup Çelik, Habib Değer, Cemil Demircan und Faulus Demiral, Religions- und Sprachlehrer, Lahdo Acar, 35 Schülerinnen und Schüler, Gemeindemitglieder, 762 Personen aus dem Tor Abdin, Türkei, 18 Personen aus Syrien. Dankeschön. Also für uns ist es so schwierig, dass wir mit der modernen Technik nicht umgehen können. Ich habe gerade gesehen, dass der Bischof oben gezeigt hat, diese Pyramide, die Flügel offen standen und es war so kalt, das muss ich jetzt gerade wieder zumachen und sogar die Heizung wieder klein einmachen. Und außerdem habe ich das Testament vom Erzbischof gefunden, aber inhaltlich, was das inhaltlich war, hat er in Aramäisch gesagt, denn er hat ja geschrieben, er wusste schon, was er sagt. Er hat ja diktiert vor 2 Wochen. Nun wollen wir den Herrn Flöttmann, unseren Architekt, im Namen der Architektenbüro Flöttmann und Richter zum Mikrofon bitten. Zweite Kirche für die syrisch-orthodoxen Bürger dieser Stadt
eingeweiht. Sie erhält den Namen St. Stephanus. Im Jahre 1972 finden die ersten aramäischen Familien syrisch-orthodoxen Glaubens nach grausamer Verfolgung und Unterdrückung in ihrer türkischen Heimat hier in Gütersloh einen neuen Lebensraum und hier auch gründen sie ihre neue Heimat. Im Oktober 1987 erwerben sie die Liegenschaften der früheren Glasgroßhandlung Frank Friedrich an der Hohenzollernstraße, deren einstige Lagerhalle sich vorzüglich für den Umbau zu einem Kirchenraum eignet. Im Juli 1988 beginnen die ersten Planungen, die durch außerordentliche Aufgabenstellung bedingt und nur unter zeitlichen Verzögerungen durchgesetzt, diesen Raum schufen, an dessen einstige Nutzung heute nur noch die sichtbare Stahlkonstruktion erinnert. Wir haben versucht, aus einer sehr desolaten Bausubstanz mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand unter Verwendung aktueller Baumaterialien die Vorstellungen derer, die in der Tradition der uralten christlichen Kirche Antiochiens leben, mit der, die sich an die mitteleuropäische Baukultur gewöhnt haben, zur Symbiose zu bringen, was an verschiedenen Details sichtbar wird. Einen sehr hohen Stellenwert zum Gelingen dieser Absicht hatte dabei die außerordentlich positive und engagierte Mitwirkung der gesamten Gemeinde durch Wort und Tat und deren Umsetzung durch Pfarrer Sabri Aydin. Ihnen allen gilt unser ganz besonderer Dank. Wir sagen aber auch dem Vorstand der syrisch-orthodoxen Kirchengemeinde St. Stephanus Gütersloh unter derzeitigen Vorsitz von Melek Celik für das hinausgesetzte Vertrauen Dank. Wir wünschen der Gemeinde in ihren Räumen sehr viel Glück und eine gedeihliche Zukunft. Möge hier im Miteinander der liturgischen Feiern, der Begegnung und der Gespräche der Mittelpunkt für ihre neue Heimat entstehen. Es ist kein Wunder, wenn die Gläubigen, die aus weit zu uns gekommen sind, einen Abschied machen wollen und dann kommen sie in die Kirche, dann gibt es etwas laut, aber wir können das leider nicht verhindern, wir müssen mit leben. Wir wollen nun, bevor wir zum Grußwort kommen, schnellstens wollen wir die Urkunde einmal reintun und eingelötet reintun. Ein Herrn Büterowe aus Firma Kamann, Heizungsfirma, die will uns das einlöten und dann werden wir entsprechend diese Urkunde da reintun. Also wie Sie das sehen, das ist ein Kupferrohr, ich glaube 25 bis 30 cm lang, die nicht rostet und wir wollen die drei Urkunden vom Bischof, von Gemeinde und von den Architekten da reintun und dann gerade einlöten und da reintun. Kadabra.
Asrochrushet, die Dame gut haben, kommen Asrochrushet. Lassen Sie vielleicht mal. Nur schön. Das ist gut. بس هنا شي همتي هنا شي همتي وميدانو احنا ندعي وينالي بس مره لان هانو وصوليو لجنت فوش مدي تاريخي حكو محد كثوتو برعي دعيتو في بوركن موخا سما لنيو وي كيفاتت كو حزوت الله Eli Simon, ohne Mochtakalli Molik, Bresemno Medet, Schope, Hauchachet, Hamachse, Mede, Simli Havidur, Dida, Iherfe Dita, Jadi Testament, O Firolan, Hidiade, Dake Verene, Mahatanura Kandishado. Also, diesen Stein habe ich selbst fertig gemacht und auch mit weiteren Steinen, also im Altarbereich. Und ich glaube, wie man das liest, egal wie man das liest, kommt die 1990 heraus, ob man nach, von oben nach unten oder seitlich, ob das man rechts oder links liest, das ist die 1990. Luca Schumachkede, Goya Eles, Bekevate, Halbuki Adino, Kade Ami Kosomba, Kefedu Machro, Kito Tairo Bide, Hentkemik Semina, Lakul Hakono, Jereva, Hentkemilech Duzulora, Hentkemilech Dubotwood. Omar ono ne chirvano ida wa tattayru dakka vo katayone eli yawla u eli simile ko hudut mushafira simile atartayone galabe shafira simile de lo hiye ne chirvano u dawa tudu fashuena mhayra lo yone lo yawarke bas amatesti ولو نقله هو للتشكرات المقصي جرجي سعود وكتيو موجود بينوثا دمحكي ورخو بأي دربو انتهيلي اي كيفو ميمور سطيفانو سفتح لي او طارعو واي دربو متيولي وغلب شاغل تأكفاني مخطوع وتقوثن هلاركي بلكي عسري كوري بودور ميشي ذي ازيواتي يعني هاوي لي تعبو غلبي وكومر لالوه بلي كفايو مخلص لالي تآتينه هلاركي بسلامي لو جاري لي ايامي دي هي سفصيحوه واحنا سفصيحوهنا الله كثوله واغرش مايونه ومقصي جرجس هذي بقصي دياي ذي بتقصي احنوني وشاكوشو عمر نمزخي لو كذا نمنسم لي ما حد لي وينو كولا بينو نمزخي شبونو كذا نرسدو منو اليوم اشاكوشيدن احسيدن اقاشيدن وعن كل الناف وكل بيت العبدين من مور جابرييل كتوا قصدوا موقع كوبانو نسيت دوما نمخو وغلداتي وكل دولينا نركي نضمان يا سيد أحسن ما يدين القامة بس Wir können leider an unseren Terminen nicht festhalten, einhalten. Wir leben immer mit der Verspätung. Ich dachte, das läuft alles hundertprozentig nach Plan, aber ging es nicht.
وشعوب كل بكمي ذا بقواديع تواطرون وفق ونطري لا حوراني ذا كزن هل هايدلبرغ So, liebe Gäste, wir haben die Urkunden noch, also schon drin jetzt. Wir wollen nun den Herrn Bürgermeister Karl Ernst Strottmann von der Stadt Gütersloh zum Mikrofon bitten. Der wird uns seine Grüße und Grüße der Stadt überbringen. Flöttmann haben und
mir vorhin dann noch verraten, dass er nicht nur dieses Dokument, das er vorhin vorgelesen hat, hier in diese Schatulle gebracht hat, sondern auch noch eine Fotokopie der Baugenehmigung. Ist ja auch immerhin wichtig bei uns in der Bundesrepublik, dass man eine Baugenehmigung hat und nicht nur Schwarzbau. Meine Damen und Herren, hier an dieser Stelle ist nun ein Zentrum entstanden. Ein Zentrum für ein aktives Gemeindeleben, das hier zwar schon immer bestanden hat, das aber nun durch dieses Kirchengebäude eigentlich erst vollständig geworden ist. Und ich glaube, nicht nur Sie dürfen sich darüber freuen, sondern wir alle miteinander. Und ich würde mich sehr freuen, wenn viele unserer Gütersloher Mitbürger von ihrer Einladung Gebrauch machen würden, dann am 26. an dem Tag der offenen Tür hier einmal diese Kirche zu besuchen. Meine Damen und Herren, es ist nur natürlich, dass, wenn man aus der angestammten Heimat vertrieben worden ist, sie verlassen musste, man in ganz besonderer Weise sich der eigenen Kultur verpflichtet fühlt und natürlich erst recht auch dem eigenen religiösen Kultus. Wir sprechen in der Bundesrepublik heute von einer multikulturellen Gesellschaft. Und wir meinen damit, dass es hier bei uns in der Bundesrepublik ein vielfältiges Nebeneinander unterschiedlichster kultureller Äußerungen gibt und vor allen Dingen ein Nebeneinander von Menschen, die aus den verschiedensten Kulturen und Traditionen kommen. Das mag vielleicht hier und da Probleme geben, denn es ist allzu menschlich. Nicht alle Menschen sind gleichermaßen aufgeschlossen für das ihnen möglicherweise fremdartig erscheinende. Aber das macht es umso mehr notwendig, dass wir ein gutes Maß an Toleranz wahren und gegenseitig um Verständnis uns bemühen. Es ist ja gerade für die syrisch-orthodoxe Kirchengemeinde im Zusammenleben mit uns hier in der Bundesrepublik und im Gütersloh und im Umland von Kreis Gütersloh noch relativ einfach, denn uns verbindet einfach die Tatsache, dass wir Christen sind. Und ich glaube, dass hier ein wesentliches und das wichtigste gemeinsame Band besteht und damit eine gute Grundlage für ein gutes Verstehen und für ein gutes Miteinander. In einer solchen multikulturellen Gesellschaft findet natürlich auch sehr viel gegenseitig Befruchtendes statt. Aber dennoch glaube ich, dass es wichtig ist, dass ein solches Nebeneinander auf Dauer nicht zu einer Verflachung der Traditionen, der je eigenen Kulturen führen darf, sondern im Gegenteil, dass man sich bewusst sein muss, dass man sich bewusst bleiben muss und die eigene Kultur und die eigenen Traditionen nicht vergessen darf. Ich glaube, dass es deshalb von ganz großer Bedeutung für Sie, die Aramäer, ist, dass hier ein solches Gemeindezentrum entstanden ist, nicht nur, weil Sie hier in der Kirche nun Ihre Gottesdienste feiern, sondern dass Sie im Zusammenhang auch mit dem Gemeindesaal Ihre kulturellen Traditionen pflegen können.
möchte der Ihrer Kirchengemeinde, der St. Stephanus Kirchengemeinde, in diesem Sinne alles Gute wünschen. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen, dass Sie sich hier in Gütersloh und im Umland von Gütersloh wohlfühlen werden. Und ich möchte Ihnen, verehrter Herr Pfarrer Aydin, als Zeichen der Verbundenheit der Stadt Gütersloh mit Ihnen den Wappenteller unserer Stadt überreichen, nicht weil der Teller als solcher einen Wert darstellt, einen materiellen Wert, darauf kommt es nicht an, sondern es soll ein Symbol sein, wie schon gesagt, der Verbundenheit mit Ihnen, der Bürger, der alten Bürger, der alten Gütersloher, wenn Sie so wollen, mit den Bürgern, die aus den östlichen Regionen zu uns gekommen sind. Ich wünsche Ihnen, dass Gottes Segen auf allen, die hier ein- und ausgehen, ruhen möge und ein herzliches Glück auf für Sie alle. In Gütersloh, der angemeldet worden war bei der Stadt. Und ich konnte, oder ich durfte vorige Woche auch wählen. Und deshalb sage ich, also in den nächsten Jahren werden auch viele meiner Landsleute, also Aramäer, auch hier wählen können. Und darüber freuen wir uns, dass wir uns hier eine ganz neue Existenz bauen dürften, und wir fühlen uns sehr wohl in der Stadt Gütersloh, und wir freuen uns sehr, dass wir also bei solchen gemeinsamen Anlässen zusammen zu sein. Vielen Dank, wir überreichen, vielen Dank für Ihr Geschenk, und wir wollen Ihnen, trotz dass Sie wenig Zeit haben, Bücher zu lesen, wenigstens ein Buch über die syrisch-orthodoxe Kirche überreichen. Wenn Sie mal Zeit haben, dann können Sie mal vielleicht etwas mehr über uns wissen. Vielen Dank. Ich glaube, der Herr Bürgermeister könnte schon mal Sportler gewesen sein. Der konnte richtig laufen. Spende für unsere neue erbaute Kirche aus Delmenhorst. Vielen Dank. قدرت لي غلبة من خو قدر وبس لو ما تو بس وليلن وليلن ديني غلبة وليلن ثلاثة وأربعة وحمشي ومؤلفه ألوم ساعات لي غلبة بصيحينا حقيقة من الشتين إلى سبعينا بنابي جماعتها فأنت تشكركم للإكرام نون وون فير Im Namen der Kirchenkreis Gütersloh, Herrn den Superintendenten, Herrn Dieter Gratzen, oder erst wollten wir wahrscheinlich der Vertreter, ich bin ja ein bisschen durcheinander, das ist ja kein Sinn. Also wir wollen den Vertreter der Präses, der evangelischen Kirche von Bielefeld, Herrn Weide, zum Mikrofon bitten.
Exzellenz, lieber Bruder Aydin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, es ist mir eine große Freude, heute an diesem denkwürdigen Tag bei Ihnen sein zu dürfen und teilzuhaben an der Einweihung Ihres neuen Gotteshauses in Gütersloh. Das Erleben der Feierstunde und des Gottesdienstes heute Morgen haben mich tief bewegt und waren für mich ein Zeichen ökumenischer Gemeinschaft. Gerne wäre der Präses unserer evangelischen Kirche von Westfalen, Dr. Linnemann, heute selbst bei Ihnen gewesen, um die Freude über die Vollendung und Einweihung Ihrer Kirche mit Ihnen zu teilen. Leider ist er aber durch frühere Terminabsprachen verhindert. Deshalb hat er mich beauftragt, Ihnen die herzlichen Glück- und Segenswünsche, natürlich von ihm selbst, dann aber auch der Kirchenleitung und des Landeskirchenamtes auszurichten. Wir alle freuen uns mit Ihnen und danken mit Ihnen gemeinsam unserem Gott, dass er dieses große Werk der Errichtung eines neuen Gotteshauses begleitet und so sichtbar gesegnet hat. Möge seine Gnade und Güte die St. Stephanus-Kirche und die darin sich versammelnde Gemeinde auch weiterhin unter seinem Schutz und Geleit stehen. Es ist ganz und gar nicht selbstverständlich, dass eine kleine Gemeinde, die in der Diaspora dazu lebt, so viel Mut und Opferbereitschaft aufbringt, sich an ein so großes Vorhaben heranzuwagen und es auszuführen. Wenn es uns möglich war, Ihnen dabei ein wenig zu helfen, möge das der Festigung der ökumenischen Verbindungen dienen. Drei Wünsche möchte ich Ihnen an diesem Tage übermitteln. Zum Ersten, ich bin mir bewusst, welcher Not und welchen Verfolgungen Ihre Kirche und die syrisch-orthodoxen Gemeinden ausgesetzt gewesen waren und es heute noch sind. Ich weiß, welche große Zahl von Christen ihres Glaubens die Heimat und vieles mehr verlassen mussten, weil sie Christen waren und den Glauben ihrer Väter treu bewahrt haben. Sie leben in einem fremden Land unter Menschen mit einer fremden Sprache. Möge diese Kirche und das Gemeindezentrum St. Stephanus ihnen zu einer neuen Heimat werden. Eine Heimat, in der sich ihr Glaube in seinen ursprünglichen Formen äußern kann und Gottesdienst in der ihnen überlieferten und vertrauten Sprache stattfindet. Damit bin ich beim Zweiten. Eine Kirche ist der Ort, an dem wir Gottes Wort hören, an dem wir ihn loben und seine Gemeinschaft in besonderer Weise erfahren. Möge die St. Stephanus-Kirche immer ein Ort sein, der von Gottes Geist durchweht wird, an dem seine Botschaft rein und klar verkündigt wird, damit viele Menschen sein Wirken und seine Herrlichkeit erfahren. Und ein Drittes. Wir Christen leben in der Welt. Diese Welt braucht die Botschaft von der Erlösung und Befreiung durch Jesus Christus. Ich wünsche Ihnen, dass von Ihrer Kirche, von Ihren Gottesdiensten, von Ihrer Gemeinde dieses Zeugnis hinausgeht in die Welt, in die Stadt Gütersloh und darüber hinaus.
und dass Gemeinschaft wächst über die Grenzen von Konfessionen hinaus, damit das Wort unseres Herrn seine Erfüllung findet, der nach dem Johannesevangelium den Vater gebeten hat, wie du, Vater, in mir bist und wie ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Exzellenz, ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen in Ihrem hohen Amt. Lieber Bruder Aydin, Gottes Geist geleite Sie bei der Erfüllung Ihrer vielfältigen Aufgaben. Und Sie alle, liebe Schwestern und Brüder, befehle ich der Gnade und Güte unseres dreieinigen Gottes. Und nun wollen der Superintendent und der Gemeindepfarrer noch mit dazukommen und unserer Freude einen sichtbaren Ausdruck geben. Exzellenz, lieber Bruder Aydin, liebe Schwestern und Brüder, meine Damen und Herren, die 20 Kirchengemeinden des Kirchenkreises Gütersloh wollen ihre Mitfreude Ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen und ein sichtbares Zeichen der Communio überreichen. Für die Sakristei ein Kommuniongerät, ausgesucht von Bruder Stegen, der sich in außerordentlich intensiver Weise für den Bau dieses Hauses mit eingesetzt hat, auf Gemeindeebene, auf Kirchenkreisebene und auf landeskirchlicher Ebene. Der Apostel Paulus schreibt im 15. Brief an die Römer: Das ist unser Wunsch für Sie, für uns alle. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen nun den Vertreter der katholischen Kirche, Herrn Wilpa, die ich seit Jahren kenne, und ich war ja auch in den 1976, 78 sein Nachbarn. Wir haben uns mehrmals zusammen gesessen und er war auch bei der Eröffnung unseres Gemeindesaales 1988. Zum Mikrofon bitten, als Vertreter der katholischen Kirche bis zum Paderborn. Hochwürdigster Herr Erzbischof, liebe Konfratres, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Aydin, Sie haben ja schon gesagt, dass wir uns sehr lange kennen. Ich weiß die Zahl gerade jetzt nicht mehr, das wissen Sie besser, als Sie eines Tages nach dem Hochamt bei mir in der Kirche, an dem die Teilnahmen zu mir kamen, sich vorstellten und ich erfuhr, dass sie in meinem Bezirk wohnten. Ich habe dann ihren jungen Benjamin im Beicht- und Kommunionunterricht gehabt. Wenn Sie ihn mir jetzt heute vorstellen, ich glaube, ich kenne ihn nicht wieder. Mittlerweile hat er sicher das Abitur. Und wir haben dann oft in Ihrer Wohnung an der Egerländer Straße zusammengesessen. Einmal im Schulausschuss, da tauchte die Frage auf, es waren Sprachschwierigkeiten in irgendeiner Grundschule, wie können wir die Kinder verstehen? Da habe ich gesagt, ich kenne einen Aramäer in meiner Gemeinde, der kann perfekt Deutsch, der kann ihn auch dolmetschen. Ich glaube, Sie werden das alle bestätigen, dass er perfekt Deutsch kann. Und Sie hatten dann eines Tages Schwierigkeiten aus gesundheitlichen Gründen mit dem Arbeitsplatz. Dann habe ich Ihnen ein Gespräch vermittelt mit dem Personalchef eines großen Betriebes
auch innerhalb meiner Gemeinde. Und als wir dann mal mit dem Dekanatsklerus eine Betriebsbesichtigung dort machten, habe ich Sie an Ihrem Arbeitsplatz dann auch begrüßt. Nun, es freut mich, dass ich hier sein darf im Namen meiner Mitbrüder, zumindest der Stadt Gütersloh, wir haben uns kurz verständigt, aber auch im Namen unseres Erzbischofs, der vor 4 Wochen noch in Gütersloh war, bei der Gelegenheit sagte mir, ich kann selbst nicht daran teilnehmen, aber bitte bestell du ihnen meine Grüße. Die möchte ich also hiermit ausgerichtet haben. Leider konnte niemand von uns heute Morgen an Ihrer Eucharistiefeier teilnehmen, denn wir alle haben, das wissen Sie, gerade sonntagsvormittags in unseren eigenen Gemeinden die Eucharistie feiert. Aber ich habe während unseres Familiengottesdienstes um 10 Uhr doch an Sie gedacht. Wir hatten damit eine Tauffeier verbunden und das Kind bekam den Namen Lea. Das ist ein seltener Name, zumindest bei uns. Dann habe ich den Taufeltern und der ganzen Gemeinde zumindest erst einmal den Namen ein wenig erklärt und die ganze Hintergrundgeschichte. Sie fängt ja mit Abraham schließlich an. Und da war ich eigentlich schon fast in ihrer Heimat, in Gedanken zumindest. Und ich habe dann so etwa ausgeführt, Gottes Wege sind immer anders, als Menschen sie sich denken. Abraham wurde von Gott aus seiner Heimat herausgeführt. Er wollte auch nicht, aber er wurde gedrängt und er zog in die Fremde. Und er wurde auf diese Weise dann der Vater aller Glaubenden. Sein Enkel Jakob musste vor seinem Bruder Esau fliehen. Dessen Vater Isaac dachte natürlich, der Erstgeborene Esau, der hat den Anspruch auf Gottes Verheißung, der Verheißungsträger für den kommenden Messias zu sein. Nein, nach Gottes Willen war es Jakob. Jakob zog zu seinem Onkel Laban. Er gewann die Rache lieb, die zweitälteste Tochter Labans. Es war nämlich die mit den schönen Augen, so sagt die Bibelübersetzung. Die andere, die ältere, hatte matte Augen oder andere sagen schieläugige Augen. Sie gefiel ihm nicht. Aber am Ende war es so, dass nicht Rachel, seine liebste Frau, die Verheißung Gottes für den kommenden Messias weitergeben durfte über einen ihrer Söhne, sondern Lea über ihren vierten Sohn Judah. Und so möchte ich vielleicht den Gedanken an dieser Stelle jetzt weiterknüpfen. Auch Sie haben Ihre Heimat aufgrund der Verfolgung und des Druckes verlassen müssen, hier eine neue Heimat gefunden, wir freuen uns darüber, aber ich möchte auch da sagen, Gottes Gedanken sind anders als die Gedanken der Menschen. Vielleicht entsteht aus Ihrer Bedrängnis, aus Ihren Leiden, aus Ihrer der Zuflucht, die Sie hier gefunden haben, auch für uns im Glauben etwas Gutes. Das können wir noch nicht absehen. Gott möge es so lenken. Und darum freuen wir uns, dass Sie hier auch im Glauben eine neue Heimat gefunden haben. Wir freuen uns mit Ihnen über dieses schöne Gotteshaus, in dem Sie oft die Eucharistie feiern und das Wort Gottes darin verkündet werden. Es möge auf all dem Gottes Segen ruhen, das wünsche ich Ihnen und Ihren Mitbrüdern, Ihren Gläubigen von ganzem Herzen. Als ganz persönlich. Ich habe Ihnen kein Kästchen mitgebracht, nur ein ganz schlichtes Ding, das ist ein ganz kleines Papierchen nur. Als persönliches Geschenk von mir und meiner Gemeinde. Wir wollen nun den Vorsitzenden der Bürgerverein Blankenhagen, Herrn Haubold, zum Mikrofon bitten. Der soll uns auch seine Grüße ausrichten oder Grüße der Blankenhagener Gemeinde. Einladung in Ihr neues
Gottes Haus. Gerne überbringe ich als Vorsitzender des Bürgervereins Blankenhagen die Glückwünsche unseres Vereins, aber auch die Glückwünsche der Bürger von Blankenhagen, wo viele ihrer Gemeindemitglieder leben und sich wohlfühlen. Circa 30% beträgt, gibt es ein wichtiges Wort. Heute Bürgermeister Strohmann kam in ihrer Rede bereits vor. Dieses Wort heißt Toleranz. Toleranz heißt die Duldung der Meinung und Ansichten anderer. Ich füge dazu, Toleranz heißt auch Vorurteile abbauen. Vorurteile können aber nur abgebaut werden, wenn wir das Gespräch mit anderen Menschen suchen. Wer kann von sich behaupten, dass seine Meinung immer die richtige ist? Toleranz muss auch heißen, die Einstellung anderer Menschen zum Beispiel zu den unterschiedlichen Religionen zu dulden, zu tolerieren und sich mit ihr beschäftigen. Es gibt trotz vieler unterschiedlicher Ansichten immer Dinge, die Menschen miteinander verbinden, zum Beispiel das Gespräch. Und hier gibt es eine sehr schöne kleine Geschichte, die ich erzählen will, denn ich glaube, dass der Gedanke hier sehr schön heute dazu passt. Im Jahre 1855 machte der 14. Präsident der Vereinigten Staaten dem Indianerstamm Duwamish das Angebot, ihr Land weißen Siedlern zu verkaufen. Das verstanden die Indianer nicht. Wie kann man Land kaufen, wie kann man Land verkaufen? Nach ihrer Vorstellung kann der Mensch die Erde nicht besitzen, so wenig wie er den Himmel, die Frische der Luft oder das Glitzern des Wassers besitzen kann. Der Häuptling der Duwamish, Chief Seattle, antwortet dem großen Häuptling aus Washington mit einer Rede, deren Weisheit, Kritik und bescheidene Hoffnung uns heute, fast 135 Jahre später, mehr denn je betrifft und betroffen macht. Seattle sagte, meine Worte sind wie Sterne, sie gehen nicht unter. Sein Volk hat nicht überlebt, seine Worte wurden nicht gehört. Werden wir sie überhören? Werden wir sie aufnehmen? Seine letzten wichtigen Worte niedergeschrieben in dem Buch, wir sind ein Teil der Erde, waren. Wenn der letzte rote Mann von dieser Erde gewichen ist und sein Gedächtnis nur noch der Schatten einer Wolke über der Prärie ist, wird immer noch der Geist meiner Väter in diesen Ufern und Wäldern lebendig sein. Denn sie liebten diese Erde wie das Neugeborene den Herzschlag seiner Mutter. Wenn wir euch unser Land verkaufen, liebt es, so wie wir es lieben. Kümmert euch, wie wir uns kümmern. Behaltet die Erinnerung an das Land, so wie es ist, wenn ihr es nehmt. Und mit all eurer Stärke, eurem Geist, eurem Herzen, behaltet es für eure Kinder und liebt es, so wie Gott uns alle liebt. Denn eines wissen wir, unser Gott ist derselbe Gott. Diese Erde ist ihm heilig. Also muss sie auch uns heilig sein. Selbst der weise Mann kann der gemeinsamen Bestimmung nicht entgehen. Vielleicht, so fragt sie nur, sind wir doch Brüder? Wir werden sehen. Seattle stellt dies in Frage. Ich meine, wir alle sind Brüder. Warum leben wir da nicht wie in einer großen Familie?
Sehr geehrter Herr Aydin, die Rede des Häuptlings Siegel im Auszug als kleines persönliches Geschenk für Sie und ebenfalls als kleines Geschenk vom Bürgerverein Blankenhagen, auch nur ein kleiner weißer Umschlag. Ich hoffe, dass wir Ihnen damit und Ihrer Gemeinde viel Freude machen können. Und ich wünsche für uns alle, dass wir weiterhin zusammenleben wie in einer großen Familie. Vielen Dank, Herr Haubold. Ich möchte die Bürgerinnen und Bürger der Stadthalle Blankenhagen auch jetzt schon sagen, die Kirche ist für Sie geöffnet. Sie können mal mit dem Bürgerverein mal hierher kommen. Wir können vielleicht voneinander lernen, miteinander, damit man besser umgehen kann, Gespräche durchführen zum Wohle der Menschen hier in der Stadt Gütersloh. Vielen Dank. Liebe Gäste, ich wollte ganz kurz über den Programmablauf mal Hinweis geben. Eigentlich, es war vorgesehen, dass wir also zwischen diese Begrüßungen und Vorträge geistliche Gesänge mal inzwischen singen und so weiter, aber es hat, weil wir mit der Zeit also ganz knapp sind, wir haben das verzichtet. Ich hoffe, dass der Lehrer nicht böse ist, dass wir das also gestrichen haben. Der sitzt an der linken Seite, von hier aus natürlich. Aber wenn wir Zeit hätten, dann konnten wir dann auch gut diese Lieder gebrauchen, weil uns die Zeit drängt, wir haben das also nicht mehr brauchen können. Wir wollen demnächst über zwei Vorträge, die auf uns, die gleich vorgehalten werden, sprechen. Der eine ist, wie im Einladungsprogramm steht, ein Festvortrag von über St. Stephanus, der Märtyrer, von Dr. Professor Dr. Winfried Kramer, der im Jahre 88, als der Gemeindehaus eingeweiht wurde, auch einen Vortrag gehalten hat. Wir bitten Herrn Professor Dr. Winfried Kramer zum Mikrofon, damit er uns über seinen Vortrag spricht. Bevor ich Herrn Professor Kramer zum Mikrofon bitte, möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir eine Dame, Dr. Eva Sinek, die Sekretärin von Professor Süttner aus Wien, zu uns, bei uns zu Gast ist. Anschließend wird sie dann einen Vortrag halten über Sarah aus oder von Antiochien. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn Sie so lange aushalten können, ist gut. Und diejenigen, die nicht können, die können natürlich auch gehen. Vielen Dank. Lassen Sie mich zunächst meine Freude ausdrücken über den heutigen Tag. Ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. Mit diesen Psalmworten haben Sie zum heutigen Fest eingeladen.
Ja, es ist für mich eine große Freude und ich darf das wahrscheinlich im Namen vieler Gäste betonen. Es ist für uns alle eine große Freude, dass wir heute hier in Gütersloh zusammenkommen durften, um mit der ganzen syrisch-orthodoxen Gemeinde die Weihe dieses neu erbauten Gotteshauses zu feiern. Denn damit wird ein neuer Punkt intensiven religiösen Lebens hier in Gütersloh eröffnet. Wer etwas die Tradition der syrischen Kirche kennt, weiß, dass es sich hier um nichts anderes als um einen sehr lebendigen Punkt religiösen Lebens handeln kann. Sie haben dieser neuen Pfarrkirche und der nun schon altbewährten Gemeinde den Namen St. Stephanus gegeben. Es gibt zum Glück heilige Männer und Frauen, die wegen ihres überzeugenden christlichen Lebens und Wirkens in der Erinnerung und Wertschätzung aller Christen unterschiedlichster Traditionen weiterleben. Eine solche über die Traditions- und Jurisdiktionsgrenzen hinweg verbindende Gestalt ist dieser heilige Stephanus. Was kann man vom heiligen Stephanus sagen und wissen? Die Heilige Schrift berichtet in der Apostelgeschichte über ihn zwar nur wenig, aber Entscheidendes. Stephanus, ein Mann voll des Glaubens und des Heiligen Geistes, so sagt sie uns. Er ist einer der sieben Männer, die die ersten Christen von Jerusalem, die aufmerksam die Situation ihrer Gemeinde betrachteten, zum Dienst in der Gemeinde und zu Helfern der Apostel wählten. Die Situation dieser Gemeinde war ein wenig gefährdet. Die Einheit in der Gemeinschaft drohte etwas zu zerbröckeln. Diese Situation nahmen die Christen aufmerksam wahr und sie reagierten. Sie wählten sieben Männer für die Aufgabe, in kleinen Dingen, aber in wichtigen Dingen, für Einheit vor Ort zu sorgen. Zu den Grundaufgaben dieses Stephanus und seiner sechs Gefährten gehörte der tägliche Dienst, das heißt wohl die soziale Arbeit, die ja einen wesentlichen Teil christlichen Lebens ausmacht. Und in diesem Zusammenhang, so sagt uns die Apostelgeschichte, tat er, der Mann voll Gnade und Kraft, große Zeichen und Wunder unter dem Volk. Aber dabei blieb es nicht. Er öffnete sich so sehr dem Geist Gottes, er war so von Gott begeistert, dass er als mutiger Mann mit Weisheit und Geist, so heißt es dort, von der grundlegenden Erneuerung des religiösen Lebens durch Jesus Christus sprach. Wer heute Morgen die großartige Liturgiefeier erlebt hat, der hat dort gespürt, dass immer wieder vom Heiligen Geist die Rede war. An ganz entscheidenden Stellen der Eucharistiefeier. Diesem Geist hat sich Stephanus geöffnet und daraus Kraft geschöpft zu großen Taten. Er geht dabei neue Wege. Er deutet nämlich die Heilsgeschichte, die lebensvolle Geschichte Gottes mit seinem Volk, indem er aus dem Rückblick auf den alten Bund und aus der Erinnerung an Jesus Christus die neue Botschaft darlegte. Das war für ihn tödlich.
denn er geriet dadurch in Konflikt mit den Andersdenkenden seiner Zeit, die ihn vor den Hohen Rat schleppten und anklagten. Vor seinen Anklägern und Richtern bezeugte er dann so mutig seinen Glauben. Sein Leben blieb so sehr mit dem Lebensschicksal seines Herrn verbunden, dass er auch Anteil am Schicksal Jesu im Martyrium gewann. Und im Augenblick seines Todes, das ist noch einmal ein Höhepunkt der Schilderung in der Apostelgeschichte, zeigt er wiederum sich ganz als Jünger seines Herrn und betet. Betet für die, die ihn verurteilen und steinigen. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Es scheint mir nur verständlich, dass Christen aller Zeiten diesen Mann als einen in Gott und durch Gott vollendeten heiligen Menschen erkannten und verehrten. Was kann es nun, die wir diesen Bericht der Apostelgeschichte so wahrnehmen, für uns und besonders für die Gemeinde von Gütersloh bedeuten, dass Kirche und Gemeinde den Namen St. Stephanus tragen? Natürlich wissen wir uns und wissen Sie, die syrischen Christen dieser Gemeinde, sich damit besonders unter den Schutz dieses Heiligen gestellt. Denn das gehört ja auch zu ihrer Tradition, zu ihrer Überlieferung, ihrem Brauchtum, dass sie Menschen, die in Gott vollendet sind, auch um ihren Schutz für das alltägliche Dasein bitten. Etwas anderes scheint mir noch wesentlicher zu sein. Die beste Art, einen Heiligen, einen in Gott vollendeten Menschen zu verehren, ist die, seinem Beispiel zu folgen. So haben wir in dem Märtyrer Stephanus ein Vorbild für eigene Lebensgestalt. Wie damals in der Frühzeit braucht die Kirche auch heute mutige und tatkräftige Männer und Frauen, die sich ganz dem Geiste Gottes öffnen. Es wird oft so sein, in allen Gemeinden sollte es so sein, nicht nur in der syrisch-orthodoxen Kirche, dass immer wieder die Bischöfe, die sich vielleicht besonders dem Gebet und dem Dienst des Wortes verpflichtet wissen, wie damals die Apostel in der Urgemeinde, dass diese Bischöfe einsatzbereite Helferinnen und Helfer für den täglichen Dienst brauchen. Das ist kein geringer Dienst. Das ist eine Aufgabe, die zum Wesen des Christseins gehört und wodurch christliches Leben glaubwürdig werden kann. Der heilige Stephanus sorgte mit seinen Gefährten dem Problem der Einheit wieder aufzuhelfen, durch diesen alltäglichen Dienst, wie es dort heißt. Auch dieser tägliche Dienst, die ganz konkreten Aufgaben im praktischen Alltag, fordern den ganzen Menschen und wollen mit Weisheit und Geist, mit Gnade und Kraft von Gott hier ausgeführt werden. Die zahlreichen sozialen Aktivitäten, wobei jeder für jeden da sein muss und alle einander helfen, diese praktische Verkündigung der Botschaft Jesu Christi, setzen eine feste Glaubensgrundlage voraus und geschehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Nur wer wie Stephanus voll des Glaubens und des Heiligen Geistes ist, wird seiner Aufgabe als Christ wirklich gerecht werden können.
Der heilige Stephanus ist neue Wege gegangen. Aus seiner Erinnerung an Jesus Christus hat er auf das Wesentliche des religiösen Lebens hingewiesen. Wobei es nicht nur um äußere Formen ging, um den Besuch des Tempels und dergleichen, sondern der ganze Alltag sollte nach ihm durch Jesus Christus und den Glauben an ihn geprägt werden. Und er hat nicht nur darauf hingewiesen, er hat dementsprechend gehandelt. Natürlich sind wir dankbar für die eigenen Überlieferungen und Traditionen, die ja auch zu Recht gerade von den Christen des Ostens hochgeschätzt werden. Aber ist es nicht immer wieder Aufgabe aller Christen, im Einklang mit der Überlieferung und zugleich in ihrer Überbietung die frohe Botschaft Jesu Christi in den jeweiligen Alltag hineinzutragen, sie dort zu konkretisieren und das ganze Leben von daher immer wieder zu erneuern? Stephanus ist diesen Weg gegangen. In manchen syrischen Legenden wird der heilige Stephanus als ein junger Mensch geschildert. Die Heilige Schrift sagt darüber nichts. Aber wäre es nicht gerade eine reizvolle Aufgabe für junge Menschen, für die Jugendlichen dieser Gemeinde, nach dem Vorbild des Stephanus neue Wege zu gehen, indem sie ihre Überlieferung hochhalten und sie zugleich überbieten und damit die Botschaft Jesu Christi konkret werden lassen? Der heilige Stephanus hat seinen Weg als Jünger Jesu Christi im Martyrium vollendet. Es ist heute schon mehrmals angeklungen, dass gerade die syrischen Christen eine leiterfahrene Gemeinschaft bilden. Diejenigen unter ihnen, die ihre erste Heimat im Tur-Abdin hatten, wissen besonders darum. Mich persönlich hat es tief berührt, als ich noch vor wenigen Tagen in der Zeitung las, dass wieder 4 syrische Christen in Bülbülköy, als sie aus der Kirche kamen, aus welchen Gründen auch immer erschossen wurden. Haben diese nicht auch ihre Glaubenstreue mit dem Leben bezahlt und im Tod besiegelt? Vor solchen Ereignissen stehen sie, die Syrer, und wir alle oft fassungslos. Können wir mit dem heiligen Stephanus für die Mörder beten, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an? Wir müssen es wohl versuchen, doch zugleich wird jeder an seinem Platz das Mögliche tun müssen, solche Situationen, zu welcher religiöse und politische Intoleranz führen, zu ändern. In diesem Land, in dem sie, so hoffe und wünsche ich für sie, ihre neue Heimat gefunden haben, ist im Augenblick die Gefahr eines solchen Martyriums nicht vorhanden. Aber zum Glaubenszeugnis, zum Zeugnis für Jesus Christus gegenüber einer religiös indifferenten, oft atheistischen und libertinistischen Umwelt sind wir alle tagtäglich herausgefordert. Das kann ein tagtägliches Martyrium für manchen überzeugten Christen werden. Besonders dann, wenn seine religiöse Form eine andere als die in diesem Land praktizierte ist.
wie der Märtyrer Stephanus, voll des Glaubens und des Heiligen Geistes, immer wieder den Beweis unseres Glaubens geben können. Ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir gehen. Heute sind wir hier in diesem neuen Gotteshaus voll Freude versammelt. Mein Wunsch an Ihre Gemeinde sei, dass dieses Haus ein Mittelpunkt für Sie wird und dass diese Freude stets bleibe und sich immer wieder erneuere, wenn Sie hier im Haus des Herrn zusammenkommen. Eine Wortgruppe, die mir heute Morgen in der Liturgie aufgefallen ist, möchte ich als Schlusswort benutzen. Shaina Vashlomo, möge Friede und Wohlergehen immer ihre Gemeinschaft erfüllen. Herr Dr. Professor Kramer, Sie können stundenlang Vortrag halten, es ist immer nicht zu viel. Und besonders, das hat gut zu unserer neuen Kirche gepasst, Ihren Vortrag. Und wir haben auch die Steine, die Stephanus von gesteinigt wurde, mitgenommen. Und wir haben davon ein Altar gebaut hier, in der Hoffnung, dass wir hier, also Gottes Kinder, Menschen, die zum Gott nähen wollen, anbieten. Und das Haus soll auch alle Menschen, alle Bürger hier dienen. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Unter uns ist eine Frau Eva, Dr. Eva Sinek aus Wien. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie sehen kann. Sicherlich ja. Ich habe mit Herrn Professor Dr. Süttner telefoniert und habe ihm meinen Dank ausgesprochen, dass er uns geschrieben hat, weil er nicht zu uns kommen konnte aus beruflichen Gründen. Und er hat ihr, also seine Sekretärin, zu uns geschickt. Natürlich, wenn man von Wien spricht, sind so viele Kilometer weit von uns. Sie hat sich Zeit genommen und sie weilt unter uns. Wir wollen Dr. Frau Eva Sinek zum Mikrofon bitten und ihr Vortrag zu halten unter Sarah aus oder von Antiochien. Also darüber weiß ich nicht viel, aber wir sind sehr begeistert, dass eine Dame aus Wien zu uns kommt und einen Vortrag uns hält. Sehr verehrter Herr Erzbischof, sehr geehrter Herr Pfarrer, verehrte Festgemeinde, es ist mir eine ganz große Freude und Ehre, heute mit Ihnen dieses Fest feiern zu dürfen. Wie der Herr Pfarrer schon gesagt hat, bin ich eigentlich nicht im eigenen Namen da, sondern im Namen von Professor Suttner vom Wiener Pathologischen und Ostkirchenkundlichen Institut. Professor Suttner wäre sehr, sehr gern selber gekommen, aber er hat schon vor längerer Zeit eine Tagung in Italien zugesagt und das war er bei bestem Willen nicht mehr abzusagen. So darf ich Ihnen seine allerbesten Wünsche übermitteln und meine eigenen, dass Sie daran gedacht haben, auch nach Wien eine Einladung zu diesem großen Festtag zu schicken, hat viel Freude gemacht. Auch die Kathedralkirche von Wien ist übrigens eine Stephanuskirche. Also der heilige Stephanus, das ist wohl ein Bindeglied zwischen der katholischen Kirche von Wien und der syrisch-orthodoxen Kirche von Gütersdorf. Als mir Professor Suttner ihre liebenswürdige Einladung gezeigt hat, hat er mir auch die letzte Nummer ihrer Zeitschrift zu lesen gegeben. Ich kann leider nur die deutschen Abschnitte verstehen.
Unter diesen ist mir aber ein Beitrag über Heiligenverehrung sofort ins Auge gesprungen. Ich habe gleich an die heilige Sara aus Antiochien denken müssen. Diese syrische Frau, die Namensschwester der alttestamentlichen Stammmutter Sara und auch einiger Frauen dieser Gemeinde, wie mir der Herr Pfarrer gesagt hat, ist für mich eine der faszinierendsten heiligen Gestalten der ganzen Kirchengeschichte. Von Sara wird erzählt, dass sie in der Zeit von Kaiser Diokletian gelebt hat. Es ist also die Zeit schwerer Christenverfolgungen. Saras Mann fällt vom Glauben ab, doch Sara bleibt Christin. Ihr großes Anliegen ist die Taufe ihrer beiden Kinder. In Antiochien ist es ihr nicht möglich, die Kinder zum Bischof zu bringen. So nimmt Sara Mühe und Gefahr einer weiten Reise auf sich. Sie schiebt sich mit ihren Kindern nach Alexandrien ein. Die Legende erzählt, dass Gott ein Unwetter heraufführt. In ihrer Not betet Sara zu Gott. Man muss Angst haben, dass das Schiff kentert. Da taucht Sara selbst ihre beiden Kinder im Namen des dreifaltigen Gottes. Das Unwetter legt sich, das Schiff kommt gut nach Alexandrien und Sara kann ihre Kinder doch noch zum Bischof bringen. Als Bischof Petrus den Kindern das Taufsakrament spenden will, wirkt Gott ein Wunder. Das Wasser gefriert, der Bischof kann die Kinder nicht untertauchen. Als die Mutter befragt wird, bekennt sie, was sie getan hat. Da bestätigt der Bischof die Gültigkeit der durch die Mutter gespendeten Nottaufe. Er lobt Gott und sagt Sara zu, dass sie richtig gehandelt hat. So kehren Mutter und Kinder zurück in die Heimatstadt Antiochien. Dort aber wird Sara von ihrem Mann an den Kaiser verraten. Sie stirbt gemeinsam mit ihren Kindern den Märtyrertod. Die älteste uns bekannte Quelle, die den Stoff überliefert, ist die sogenannte Geschichte der Patriarchen von Alexandrien. Eine Sammlung von Bischofsbiografien, die wohl gegen Ende des 10. Jahrhunderts in Ägypten redigiert wurde. Sara wird hier nicht mit Namen genannt, aber es ist ganz klar, Frau, von der in der Vita des heiligen Bischofs Petrus sehr ausführlich die Rede ist, ist ident mit der heiligen Sara des arabischen Synaxars. Von Sara ist in diesem Vorlesebuch für den Gottesdienst gleich zweimal die Rede. An ihrem Festtag, am 20. April und ohne Namensnennung im Rahmen der Lebensbeschreibung des heiligen Bischofs Petrus. Von Ägypten aus ist Sara auch in Äthiopien bekannt geworden und hat ins dortige Synaxar Eingang gefunden. So ist Sara aus Antiochien in ihrer Vita recht weit in der Welt herumgekommen. Schon Jesus hat einmal von einer Frau gesagt, dass ihr Name überall bekannt werden soll, wo das Evangelium verkündet wird. Das hat unsere Sara wohl nicht ganz geschafft, aber was nicht ist, das kann vielleicht noch werden. Ob sie freilich im Augenblick irgendwo besonders gefeiert wird, weiß ich nicht. Sicher ist Saras Vita ein Stück weit in Vergessenheit geraten. Für manche Menschen unserer Tage mag es auch ein Problem sein, dass ich wegen der recht mageren Quellenlage über die historische Persönlichkeit Saras recht wenig mit Sicherheit sagen lässt. Überdies spielt die Erzählung in längst vergangenen Tagen. Man könnte also meinen, eine recht unzeitgemäße Heilige, diese Sara, die ich da ausgegraben habe. Ich wage auch zu behaupten, ganz im Gegenteil. Sara ist eine bedeutende, eine herausfordernde Frau, die kirchen- und konfessionsübergreifend Frauen und Männern unserer Zeit eine ganze Menge zu sagen hat. In der Sara-Überlieferung ist uns eine glaubensstarke Frau vor Augen. Viele von ihnen sind in einem Gebiet geboren und aufgewachsen, wo Christsein auch heute nicht selbstverständlich ist und alles andere denn einfach. Sie wissen, was es heißt,
seine eigene kirchliche Tradition innerhalb einer fremden Kultur und Umwelt zu bewahren. Heute, bei diesem Kirchweihfest, haben Sie mich das auf eine ganz faszinierende Art und Weise miterleben lassen. Sarahs Glaube ist der befreiende Glaube des Evangeliums. Sarah hat die Freiheit, dem Tod ins Auge zu schauen. Sarah fürchtet auch ihren Mann nicht. Wo er im Unrecht ist, widersteht sie ihm. Gegen seinen Willen bleibt sie Christin. Gegen seinen Willen sorgt sie für die Taufe ihrer Kinder. Sarah kann schließlich mit den Kirchengesetzen in der Freiheit der Kinder Gottes umgehen. Sarah tauft ihre Kinder in einer Notsituation selbst, obwohl zu ihrer Zeit in ihrer Kirche die Spendung des Taufsakraments durch eine Frau von den Kirchengesetzen nicht vorgesehen war. Dabei handelt sie nach dem Grundsatz, dass das Heil der Menschen immer das oberste Kirchengebot sein müsse. Der Schabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Schabbat, so heißt es im Neuen Testament. Salus animarum suprema lex, so sagten wir in meiner lateinischen Kirche. Der Glaube gibt Sarah offene Augen für das, was in einer ganz konkreten Situation notwendig, die notwendend ist, um den Mut in Eigenverantwortung zu handeln. Nach ihrem persönlichen Gewissen handelt Sarah, als sie Christin bleibt, obwohl es die staatlichen Gesetze verbieten. In eigener Verantwortung handelt Sarah, als sie gegen den Willen ihres Mannes mit den Kindern aufbricht, nach Alexandria. In Eigenverantwortung taucht sie selbst ihre Kinder, wiewohl sie das kirchliche Sakramentenrecht kennt. Mit Sarah hat die syrische Kirche der ganzen Christenheit eine große Lehrmeisterin geschenkt. Dass Sarah wirklich Lehrerin, Vorbild sein soll, macht die Kirche ganz deutlich, indem sie Sarah zu ihren Heiligen zählt. Wenn wir auch ihr Leben hören, wie es im Synaxar aufgeschrieben ist, zu unserer Belehrung und Ermunterung, werden wir eingeladen, uns auf den befreienden Glauben des Evangeliums ganz einzulassen. Märtyrin Sarah kann uns auch hier im Westen, wo zwar keine Christen verfolgt, aber Alte und Kranke gern abgeschoben werden, daran erinnern, dass Christen dem Tod in die Augen schauen können, wenn er nicht das letzte Wort hat. Sarah kann uns aufrütteln, dass wir die Zeichen unserer Zeit nicht verschlafen, dass wir die Augen weit aufmachen, wo hier und heute das Heil von Menschen auf dem Spiel steht. Sarah sagt uns, dass wir immer neu auf Gott hinhören müssen, um zu wissen, was in einer konkreten Situation das Richtige ist. Dass das Pochen auf Althergebrachtes, auf Brauch und Gesetz nicht immer ausreichen, um die aktuellen Probleme zu lösen. Zu den vielen großen Fragen unserer Zeit gehört auch das Ringen um den rechten Ort von Frauen in Kirche und Gesellschaft. Wenn gerade die Kirchen heute verstärkt um die Rolle ihrer weiblichen Glieder ringen, so sind wohl die Zeuginnen der Vergangenheit eine große Hilfe. Im Blick auf Sarah kann die Angst vor unkonventionellen Wegen kleiner werden. Sarah ruft Frauen und natürlich auch Männer in eigenverantwortliches Handeln hinein. Und indem sie Sarah als Vorbild herausgestellt hat, hat die Kirche schon vor langer Zeit ihre Söhne und Töchter ermuntert, doch nicht zaghaft zu sein, wenn sie in den Zeichen der Zeit Gottes Stimme vernehmen. Ich würde mir wünschen, dass sich immer mehr Christen und Christinnen aller Konfessionen Sarah zum Vorbild nehmen. Diese große, heilige Frau, die ihre
syrische Kirche der Christenheit geschenkt hat. Ihnen aber möchte ich nochmals von Herzen danken für die große Freude, dass ich dieses Fest mit Ihnen feiern darf und auch noch einmal ganz herzliche Grüße von Professor Suttner ausrichten. Wir haben viele Dinge vergessen. Das war ein historischer Tag für uns. Und das gehörte auch dazu, dass man viele Dinge vergisst. Wir hatten ein schönes Buch, also Gästebuch, machen lassen. Und wir kommen jetzt gerade darauf, dass wir sowas gemacht hatten gestern. Naja, ist vielleicht wieder trotzdem nicht ganz zu spät. Der Bischof ist dabei, jetzt was zu diktieren, anlässlich dieses Tages. Und werden die Anwesenden, die noch da sind, ihre Namen, Vor- und Nachnamen, Anschrift, wie der Fall ist, das weiß ich nicht, entsprechend drauf zu schreiben. Das bleibt ein Buch, das bleibt ein Gästebuch für die St. Stephanus Kirche, der uns besuchen möchte oder der beim Besuch ist, seinen Namen zu unterschreiben. Vielleicht als Stichpunkt oder so, der kann uns vielleicht einiges da reinschreiben. Wenn der Bischof mit seiner Unterschrift und Schrift fertig ist, dann werden wir ihn bitten, zum Mikrofon zu kommen, uns sein Schlusswort auszurichten. Und dann haben wir noch ein Dankeswort der vom Kirchenvorstand. Und dann ist der Tag für uns, also die Festversammlung für uns, aus. Wir werden sicherlich für die Durstigen ein Stück Wein anbieten können. Der Wein steht draußen und da werden wir also bedient von den jungen Leuten, die dort auf uns warten. Ich hoffe, dass wir noch die paar Minuten aushalten können. Sayyidina, طلب لي لخلو ميكروفون كبعين دوثة دمت لنا أربو خبري تاوديوثو لميد دحزيلو وإحنا سيك دمينا لخ تاوديوثو وبيدي بثر تو برغرامي لن كوتوي في براغن اينا فلايسيكي دولمتشر Vielleicht Diakonaiden oder Kerim, dann reicht es ja nicht mehr. Kein Kommen ist mit. Weil er ist sehr gut, dann ist es mit Heiler. ومحصر
Nicht weil ich müde bin, dass ich nicht sprechen will, aber in solche Anlässe wie in diesem heutigen Tag, das Herz drückt sich, das lässt nicht, dass man so viel sprechen. In dieser Angelegenheit, als ich die Gespräche von Vertretern der Schwesterkirchen und die Referate gehört habe, erinnert die mich an irgendetwas, euch zu sagen. Ich denke an die Zeiten, dass die Christen sich bekämpft hatten, so gegenseitig. Falls wenn diese syrisch-orthodoxe Christen in der Zeit hierher kämen, was würde passieren? In Achaio, Affirmanat, Uidulmi, Uyahaksie, Wutarik, Dimshi, Uidu, Kulit Amlan, Mehadem of Deva. Das würde auch so passieren, dass die Kriege, Ungerechtigkeit, Unterdrückung und alles, was wir gelitten haben im Orient, würde vom Neuen anfangen. Deswegen sage ich immer noch, dass wir in einer sehr günstigen und guten Zeit, wir sind nach Europa gekommen. Wir nicht, weil wir zahlenmäßig so wenig sind. Oder aus profanen Sicht her, dass wir nicht reiche Menschen sind. Sondern wir haben auch aus dem Heiligen Evangelium gelernt und verstanden, dass Hauptfundament des Christentums ist die Liebe und Einheit. Und die Einheit. Deswegen freue ich mich ganz vom Herzen, als ich unsere Mitbrüder von verschiedenen Städten vom Ferne hierher gekommen sind und gesehen habe. Ich freute mich besonders sehr und auch auf unsere Mitbrüder, den Deutschen, dass sie auch hierher gekommen sind. Die waren auf ersten Bänke. Für uns ist das ist wichtig. Ich weiß nicht, wie weit so wichtig wäre für die deutschen Einheimischen. Wahrscheinlich ihr, die einheimischen Deutschen, ihr seid satt vom Modern, von Technik, von allem Kulturellen, was in Europa ist, aber für uns ist Anfang und neu. Das ist die 13. Kirche in Deutschland, dass wir die syrisch-orthodoxe Christen gebaut haben. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
nachdem die syrisch-orthodoxe Christen in Deutschland ab 1985 zur Amnestie als Kollektiv Aufenthaltserlaubnis bekommen haben, fangen sie sofort an, neue Häuser zu bauen und meistens fingen sie an, auch Kirchen einzubauen. Mehrem takriben arwaham shair hezin et delbruk anis shoui familatne im yahna silazem boninait. Vor circa 4 Monaten war ich auch in Delbruck. Die sind so circa zwischen 60 und 70 Familien. Sie haben auch ein Grundstück gekauft, um eine neue Kirche einzubauen. Mli ishmuatu i projete arbu galabeo gochmanatu mseibero tertetlasti holdani ahreni maghrisi nabi ahna bezirket shkila notrum hauptwedel an sabar umedit killer belegdemina lalaydu. Ich habe mit der Gemeinde gesprochen und sagte zu ihnen, ihr seid zahlenmäßig zu wenig, ihr seid noch arm, ihr seid noch nicht in der Lage, so eine große Kirche auszubauen. Und die sagten, nein, nachdem wir Aufenthaltserlaubnis bekommen haben, wir müssen das tun und wir werden damit anfangen. Von 40 Familien haben wir sofort 300.000 D-Mark gesammelt. Dies sage ich, weil diese Syrer hatten in der Geschichte so viel Leiden gelitten haben und auch bittere Tage hinter sich gelassen haben. Sogar ein alter Mann hat mir gesagt, ich habe bis jetzt in meinem Leben 12.000 D-Mark gespart. Ich werde diese 12.000 D-Mark sofort dieser Kirche schenken, damit ich von hier direkt in den Himmel kommen kann. Wahrscheinlich, Sie haben auch hier gesehen, dass hier Kollekte gesammelt wurde. Das ist eine Art von unserer Tradition. Wahrscheinlich in Augen von vielen wäre das ganz fremd, aber das tun wir trotzdem, weil diese eine alte Tradition ist, dass man auch für die Kirchen so gerne spenden will. Nachdem wir auch uns von hier verabschiedet haben, wir bitten unsere Mitbrüder Pastor Stegen und Pfarrer Wilber Stegen, dass unsere Grüße dem Präsens Limenemen auch übertragen oder mitbringen und auch den Pastor auch Wilper der katholischen Kirche und Diözese Paderborn zum Bischof Deckenhardt zu bringen. Und wiederum bedanken wir uns ganz herzlich bei denjenigen, die hier Vorträge gehalten haben und uns so diese schönen Wörter so vorgetragen haben, danken wir ihnen allen ganz herzlich. Und jeder hat durch seine Gespräche und Vorträge und seine Beiträge ihre Liebe und seine Interesse in diesem heiligen Tag zu dieser heiligen Kirche gezeigt.
Okibidomano Mor Stefanos Söder Und ich kann sagen, Mor Stefanos ist ein Märtyrer und die syrisch-orthodoxe Kirche ist die Mutter der Märtyrer. Hanau tarikhe den Dibshi Hoido, Ukhto Komer, Komer al-Ishmi, Kul Ikhuto, Ukul Ghulmiye, وكل ما يدك فزوته هاود مسيبر لي حاريته خالص بانك مهمينة Die Heilige Schrift sagt, um meinen Namens willen, sie werden alles erdulden, Leid und Qual und alles bis zum Martyrium. Derjenige, der vertragen könnte und geduldet hat, wird gerettet. Und unsere Kirche ist Fundament für diese Aussage. Und zum Schluss sagen wir, herzliche Glückwünsche für diese Gemeinde und diese Kirche. Und diese Kirche sei gesegnet auch für diese Gemeinde und diejenigen, die viel Arbeit geleistet haben, die Geld gespendet haben oder ohne Zinsen auch Geld hierher Darlehen gegeben haben. Und diejenigen, die Mühe verbracht haben, und von meiner Freude habe ich vergessen, dass ich selbst was zu spenden, aber ich werde einen Scheck schenken und dass damit auch die Gemeinde sich sehr freuen kann. Aber ich will nicht sagen, wie eine hohe Summe wird. Und dann nachher der Pfarrer wird sagen, dass der Bischof hat mehr als ich gegeben, der wird ein bisschen traurig sein. Der Bischof war ein Mönch, die Mönche hatten sicher kein Geld. Und wenn ihr jetzt von einem Scheck spricht, dann lassen wir überraschend, was da drin steht. Und der kriegt aber von uns ein ganz, ganz kleines Geschenk. Und der kann ein Kugelschreiber sein, der schreibt sehr schön. Und mit diesem Kugelschreiber wird er überall was reinschreiben. Der ist Kunst in seiner Schrift. Aber der Erzbischof, der ist wirklich, der kann mit jedem umgehen. Und wir freuen uns sehr, dass er so uns regelmäßig besucht. Wir haben auch keine Angst, mit ihm zu sprechen. Und genauso er mit uns. Und das finde ich ganz gut. Vielen Dank. جماعة أحنوني غلبي نصيحينا بس أيضا خالصي هو خباسي موثو دلو مطرو دلو قورو غلبي واحد آثي لركي ما صفلي على البروغرام أيضا واحد كتو أسي لو قاث لي فاكد ممكن أدوخل وحا إدماحات لي كلا بوزار فتقولي لنيو غلبي بصيحينا ويوم أيضا شابع بوشكلانو كما شكرينا كلخو غلبي وعدو كبعنو تقورينو لو باشقنديها ايضا هي سيد مقدمخو تاو ديوثو بليشونو المانوي لجن نحن ايضا سيد تفهميلي وبطر هيدي بروغرام ايضا هركي قتويب مشا موشو كاثي كبعد ومالي ميدي لكذعنو من يوحزينو مكبع Jemand hat ein Sparbuch verloren und ist momentan bei uns, der hat 4 D-Mark darauf. Der kann sein Sparbuch von hier abholen. Der Herr heißt Lars Böck, Bäckerkamp 30, Gütersloh. Lars Böck hat 4 D-Mark darauf, auf sein Sparbuch. Ja, wir werden entsprechend weitergeben. Wir bitten jetzt den ersten Vorsitzenden im Kirchenvorstand, Herrn Melek Çelik, zum Mikrofon, uns sein Dankeswort zu sagen.
Exzellenz Erzbischof Julius Čiček, liebe Gäste, im Namen unserer Gemeinde St. Stephanus möchte ich meinen Dank aussprechen an den Bischof, an alle Geistlichen, die Vertreter der Stadt Gütersloh und alle anderen, die heute an unserer Anweihungsfeier teilnehmen oder an den Vorbereitungen mitgewirkt haben. Unser Dank gilt auch den Firmen, die am Bau dieser Kirche beteiligt gewesen sind, sowie den freiwilligen Hilfen in der Gemeinde. Besonders danken wir den Schwesterkirchen für ihre finanzielle Unterstützung. Mein herzlichen Dank gilt unserem Gemeindepfarrer Sabri Aydin, der während der gesamten Bauzeit täglich aktiv mitgewirkt und so den Kirchenbau vorangetrieben hat. Mein Dank geht aber auch an unseren Kirchenrat und ihren aktiven Einsatz. Natürlich gilt unser Dank auch für alle, die heute durch eine Spende einen weiteren persönlichen Beitrag für die St. Stephanus Kirche geleistet haben. Schließlich danken wir alle Hilfen, die zum Gelingen des heutigen Festtags beigetragen haben. Alle Frauen, Männer und Jugendleute, die das Essen und Trinken vorbereitet haben und bei der Bedienung tätig waren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Wir wollen nun ein gemeinsames Schlusslied singen. Anschließend gehen wir Schluck Wein stehend zu trinken. Für die Durstigen, glaube ich, das tut's gut. Wir haben lange aushalten müssen. Und anschließend, ich glaube, passt so ein Glas Wein dazu. يونو كبخوتها مغمودلن على تارك ليتو بورقل نمحاو عالي وبفرحنا في القمينة كل كبعين أشياء مشايدا تكتني هركي من تكتني دوثن لقدام السيد جماعة قمعين زامس ليت سوزينجن توخل لركي أشياء مشي لركي زو ليبي Schwester und Brüder, wir wollen jetzt gemeinsam stehend ein Lied singen, kirchliches Lied, die zu diesem Tag passt, nämlich es ist über die Kirche, über den Kirchenbau.
wollen nun zum Schluss auch die Glocke hören, wie das klingt, im Stil vielleicht. So, ich wünsche Ihnen alles Gute, vielen Dank für Ihren Besuch und Gottes Segen.